Nächster Halt, Kehl. Der Infocast Kehl. Hallo und herzlich willkommen zum Kehler Infocast. Mein Name ist Laja Naber und ich fasse heute für euch die Lage in unserer Stadt zusammen. Lasst uns direkt einsteigen. Kehl in 100 Sekunden. Mehr als 45.000 Kilometer haben die Kehlerinnen und Kehler bereits beim Stadtradeln gesammelt. Damit haben die derzeit 262 Radlerinnen und Radler aus der Rheinstadt schon jetzt das Gesamtergebnis des vergangenen Jahres übertroffen und ganz nebenbei 7 Tonnen klimaschädlicher CO2-Emissionen vermieden. Besonders erfolgreich waren die Schülerinnen und Schüler der Tuller Realschule, die bereits 7.300 Kilometer gesammelt haben und damit mehr als jedes andere Team. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch übrigens immer noch anmelden und bis einschließlich kommen Sonntag Kilometer sammeln. Mehr Infos dazu findet ihr auf kehl.de. Wie kann es Menschen mit Beeinträchtigungen leichter gemacht werden, sich in der Stadt zu bewegen? Mit dieser Frage setzt sich der Beirat für Menschen mit Beeinträchtigung in regelmäßigen Sitzungen auseinander. In der jüngsten Sitzung des Gremiums ging es dann auch um die Frage, ob die Stadtverwaltung einen Hebelift für Rollstühle benötigt. Insbesondere, wenn Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, auf Bühnen in der Stadthalle oder in den Gemeindehallen geehrt werden sollen. Doch der Blick des Beirats geht auch über die Stadtverwaltung hinaus. So bemängeln die Mitglieder, dass sie in einigen Supermärkten nach wie vor Probleme haben, zwischen Regalen und Auslagen durchzulaufen bzw. zu fahren. Ihr wollt mehr über die Arbeit des Beirats erfahren? Mehr dazu gibt es auf kehl.de. Die Temperaturen steigen und sicher freut ihr euch alle auf die Wiedereröffnung des Auenheimer Freibads. Diese steht kurz bevor. Am Sonntag, 4. Juni, kann erstmals wieder in Auenheim gebadet werden. Ab Montag, 5. Juni, haben Dauerbadegäste die Möglichkeit, im TDK-Kundencenter reguläre Saisonkarten zu erwerben. Bereits am Freitagvormittag, 26. Mai, gibt es Gutscheine, die an der Freibadkasse in Dauerkarten umgewandelt werden. Mehr Infos dazu findet ihr auf kehl.de. Genauer beleuchtet. Übergänge. Der Rhein, die Brücken, die Menschen. In der neuen Ausstellung im Hanauer Museum wird ein erzählerischer Bogen von Marie Antoinette bis zur Corona-Pandemie gespannt. Worum es in der Ausstellung geht? Sie bietet spannende Geschichten rund um die Menschen und die Überquerung des Rheins zwischen Straßburg und Kehl. Bis Sonntag, 3. September, ist sie immer donnerstags, freitags und sonntags jeweils von 11 bis 17 Uhr für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Höhepunkt der Ausstellung ist das große Modell von Julius Gutekunst, das die Kehler und Straßburger Rheinlandschaft noch vor der Rheinbegradigung durch Tuller zeigt. Per Knopfdruck lassen sich verschiedene Orte beiderseits des Rheins erhellen. Die Übergänge über den Rhein hatten für viele Menschen eine große Bedeutung. Marie Antoinette, Caron de Beaumarchais und Sigmund Freud sind nur einige bekannte Beispiele, deren Leben sich durch die Überquerung des Rheins bei Kehl von Grund auf änderte. Sei es, um französische Königin zu werden, um verbotene Schriften zu drucken oder um einem verbrecherischen Regime zu entfliehen. Die seit 1388 errichteten Rheinbrücken verbanden, trennten aber auch beide Ufer. Für viele unter euch mag es nicht vorstellbar sein, aber über lange Zeiträume hinweg befanden sich hier Grenz- und Zollstationen, die für nicht wenige eine unüberwindbare Barriere darstellten. Die Ausstellung thematisiert zudem Ereignisse wie die Vertreibung der Altdeutschen nach dem Ersten Weltkrieg oder die schmerzhafte Schließung der Grenze während der Corona-Pandemie im Jahr 2020. In einem Video-Interview mit Roland Ries spricht der ehemalige Straßburger Oberbürgermeister über die Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und seine Erfahrungen während der Grenzschließung. Die Gäste können sich auf viele weitere interessante Leihgaben freuen, die Museumsleiterin und Stadtarchivarin Dr. Ute Scherb und ihr Team ins Museum holen konnten. Gästeführungen in deutscher und französischer Sprache führen durch die Ausstellung. Zusätzlich wird ein umfangreiches Begleitprogramm angeboten. Die erste Führung auf Deutsch startet am Freitag, 26. Mai um 15 Uhr. Mehr Infos findet ihr auf kehl.de. Kehl erleben. Freunde der Dichtkunst, aufgepasst, denn es ist wieder soweit und der Poetry Slam geht in die nächste Runde. Am Donnerstag, 25. Mai, könnt ihr ab 20 Uhr im Kulturhaus beobachten, wie 4 der besten Wortakrobatinnen und Akrobaten Deutschlands im literarischen Wettbewerb gegeneinander antreten. Die Veranstaltung ist Teil der Dichtungsringreihe des Kulturhauses, in der das gesprochene Wort im Vordergrund steht. Karten bekommt ihr bei den üblichen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie auf www.kehl.de/kultur.
einem spannenden Krimi mit anschließendem Malkurs können Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse am Freitag, 26. Mai um 8.30 Uhr lauschen. Denn die Autorin und Illustratorin Franziska Biermann ist in der Mediathek zu Gast und liest aus ihrem aktuellen Band Ritt auf der Kanonenkugel ihrer Jackie Marone-Reihe vor. Jackie Marone ist ein Fuchs und Privatdetektiv, der seine Spürnase nutzt, um verzwickte Fälle zu lösen. Anmelden könnt ihr euch per Mail an mediathek@stadt-kehl.de. Und zum Schluss? Zum Abschluss des Infocasts geht ein großes Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer raus. Wünsche, Ideen und Anregungen könnt ihr per Mail an pressestelle@stadt-kehl.de schreiben. Vorbeischauen bzw. hören lohnt sich. Lajanaba, der Infocast Kehl.